Willkommen Leute zu einer Runde Human Fall Flat. Für mich ist es tatsächlich das erste Mal, deswegen seht ihr uns hier in der Lobby des ersten Levels, wenn ich das richtig sehe. Und mit dabei sind ja Pixel Player Jack und Blind Spectator. Servus. Hallo. Ja, wir wollten uns das Spiel mal gemeinsam angucken, hier zu dritt. Und was wir auf jeden Fall machen können, wichtig ist, wir spielen alle per Controller, ist das richtig? Yep. Nein. Nein? Okay. Mit Controller wäre es wahrscheinlich einfacher. Da kann man Leute greifen. Lass das. mit den R-Tasten kannst du Leute greifen, indem du die Arme hochnimmst. Nicht runterwerfen. Und dann können wir an denen rumziehen oder so, wenn wir wollen. Ja. Und damit kann man auch Sachen aufheben. Ich weiß nicht, kannst du den Controller jetzt noch connecten? Oh, sieh mal an. Oh, du hast gegriffen auf jeden Fall. Ah, okay. Und das Ding dabei ist, jeder Arm hat eine eigene Taste. Ja. Es sind bei mir die Maustasten. Ach so, okay. Und man kann sich an Sachen hochziehen. Das erklärt dir nochmal. Wenn du so hoch machst, die Arme. Und dann so nach unten drücken. Ja, und dann, wenn du beide nach unten drückst, genau. Dann kann man sich hochziehen. Ich probier's mal. Ah ja, die Arme kleben dann quasi wie so fest. Genau. Musst du nur festhalten. Und dann mal schaff. Und dann nach unten gucken quasi. Ja, ja, mein. Nimm doch den Arm da oben! Den einen Arm hängt woanders. Ja, komm, Druck! Will er nicht. Ich versuche dich gerade zu ziehen, aber das wird nichts. Da, komm her. Ah, oh, Mann, ey, das gibt's ja gar nicht. Linke Auge. Den kriegen wir da schon rüber. Ich versuch's. Aber... Ja! Sehr schön. Oh, yes. Man hätte auch die Treppe nehmen können. Gegenseitig helfen, aber am besten ist natürlich, wenn man sowas dann eventuell auch alleine macht, ne? Ja, vielleicht konfiguriere ich mir den Controller für Folge 2. Ja, das schauen wir mal. Achso, hier die Fernbedienung? Nee, das ist das Lehrvideo gewesen. Genau, das kann man sich immer wieder aufrufen. Aber ich bringe dir das mal mit. Vielleicht wird es das noch haben für später. Achso, bitteschön. Phil, der versucht da jetzt gerade so hoch zu klären. Ja, okay. Mach ich auch mal. Das ist doch gut. Zack, und hochziehen. Jawohl. Aber das Ganze kann ja nicht so schwer sein, das schaffe ich da jetzt auch. Er muss bloß beide Arme hoch festhalten die ganze Zeit und dann. Ja, achso, stimmt, ich muss ja den. Ja. Ja, genau. Oh, schön. Perfekt. Ja, sehr schön. Das ist, glaube ich, auch die wichtigste Funktion in diesem Spiel, dass man weiß, wie man sich irgendwo hochziehen kann. So. Hä? Ja, ah, ich muss den gedrückt halten. Echt? Nö. Ah, das weil ich die Tür nicht komplett aufgehen lassen habe. Oder weil du ihn nur einmal gedrückt hast, oder zweimal gedrückt hast, ganz aus Versehen. Hier haben wir noch mal wieder zwei Knöpfe auf jeden Fall. Das finde ich, das klingt immer so wie so Pink Panther Mucke oder sowas, also so sneaky Musik. Das sieht auch sehr verkehrt aus. Das sieht sehr verkehrt aus. Ich wollte das jetzt mal so auf dir ablegen. Ja, ja. Sag mal. Ey! Das Hütchen hat irgendwelche Anwendungen. So. Gucken wir durch. Ja, sehr geil. Sehr gut. Nice. Also, müssen wir mal überlegen, ob du wirklich noch einen Controller brauchst. Ja, bin ich gerade tatsächlich am überlegen. Hör mal gucken. Kann ich eigentlich auch rennen? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, oh shit. Bin zusammengebrochen, wie NASA sagt. Steh auf! Bist du. Komm. Zieh. der ist zu dumm, sich hier hochzuziehen. Jetzt! Kann man dir helfen? Vielleicht, ich weiß nicht. Du hältst dich. Zum Henker. Ja, nee, komm. Nee, ich glaube, das sollte. Ich will gucken, weil er weg. Ja, genau. Einfach weg. Erregung öffentlichen Ärgern ist es hier. Das Erregung, ja. Ich mach mal einen Notausgang. Auf. Jo, das machen wir. Wenn ich treffe. Juhu. Ich treffe jetzt. Nee, nicht oben drüber klettern, einfach durchgehen. Ja, genau. Lass mich mal reinschaukeln da. Oh, nein. Oh, tschüss. Oh, shit. Direkt wieder runtergefallen. okay. Hi. Hi. Ich nehme immer mit.
Komm mal her hier. Kann man ja auch Sachen Nein, kaputt Leute. machen, eigentlich? wo ist Jack hin? Der hängt hier. Nein! Na, kommt her. Los. Jawohl. Ja. Danke. Wir haben Jack vergessen. Jack, hängst du noch hier? Ja, dem geht's da gut. Warte mal, okay, Jack, ich hab gehört, dir geht's gut. Pack mir mal an die Nase. Nein! Oh, jetzt werde ich. Ich vertraue euch. Einfach hochziehen. Mitspringen. Ja, aber ich spring, zieht's mich runter. Sehr schön. Boah, von der Klippe gerettet. Was ist da denn los? Aber was macht ihr denn überhaupt hier? Oh, herrlich. Das ist richtig gut. Also, wir müssen hier auf jeden Fall immer Rätsel lösen. Ja, das war das Rätsel. Komm her. Den werden wir weg. Den braucht keiner. Na, was macht ihr? Müll entsorgen. Oh. Da ist er wieder. Ich wollte gerade sagen, die brauchen wir doch. Oder? Wofür? Um hier drüber zu kommen, oder? Nein. Nee, der hat eigentlich hier die Tür versperrt, würde ich jetzt behaupten. Nee, aber ich glaube, das Ding brauchen wir, um hier drüber zu klettern auf die andere Seite. Wenn ihr euch das mal angucken wollt. Ja, warte, ich schau mal kurz. Ah, okay. Okay. Wollen wir das nur eben von der anderen Seite aus angucken? Ja, nee, ist richtig. Ist richtig. Scheiße, leck mich da am Arsch. das Ding nach hinten ziehen, genau, sehr gut. Oh, bin ich stark, ja, ey. Oh, schön hier noch die guten Hemmschuhe dabei. Mhm. Alle vorhanden. Oh, was machst du? Oh, das sah so aus, als wärst du überfahren worden. Warte mal, ich helfe mal nach. Nee, ich tanze den Wagen hier zurück. Ja. Oh, jetzt wäre ich fast abgeschmiert. Bisschen Anna. Breakdancen. Du versuchst jetzt hier drüber zu klettern, anstatt hier durch die Tür zu gehen, so wie ich vorhin, oder? Ja, einfach, weil es geht. Ja, so. find ich gut. Das könnte man da jetzt natürlich auch wieder machen, aber man könnte das natürlich auch so machen, wie es gedacht ist. Kann ich mich hier einquetschen? Oh, nicht runterschubsen. Warte mal. Ging das nicht auch so irgendwie? Ja, so? Kann... Was? So. Jawohl. Oh, kommen wir da jetzt durch? Ja, sollte reichen. Die Tür geht ja auch nach innen auf, nicht genau. Nach außen. Ist ja eine Fluchttür. Ja, ich versuche das Ding noch zu schieben. So dumm es aussehen mag. Es sieht ein bisschen so aus, als würde ich das Ding bumsen, aber ey. Ich judge nicht. I don't judge. Ja, ich glaube, ich sollte früh genug weggehen hier. Kommt man von hier unten dann auch hoch auf das Ding? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Da muss man von da drüben dran gehen und ich meine, das funktioniert anders, aber ich schieb das nochmal dahin. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Muss, glaube ich, einer dann. Kann man die Level auch alleine schaffen? Ja. Okay, dann. Die kann man auch durchaus alleine schaffen. Deswegen kommen wir mal alle mit hoch. Wartet bitte auf den Pinguin. So, und dann kann man sich hier, glaube ich, an der Wand festhalten. Warte mal, Phil. Kann man sich, glaube ich, hier an der Wand festhalten und dann hier mit den Füßen. Ah, okay. Ah. Kann man den bewegen. Ah, okay. Aber jetzt müssen wir Phil auch noch wieder herkriegen. Ja, Lauri ist schon drüben. Ich schieb den mal wieder rüber, den Wagen hier. Ich wollte eigentlich Phil einfach nur hochziehen. Also, nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, na klar, und Phil kommt hoch, oder wie? Ja, so weiter hoch komme ich leider nicht. Oh. Jack, nimm meinen Hut! Ich versuch's. Du hast den Wagen. Ich hab den Wagen. warte, komm gleich. Ja. Oh. Komm her. Oh, warte mal. Also, deinen Hut habe ich noch. Mhm. Jetzt komm schon. Ach nee, so müsste ich ja dann. Ja, voll. Das wäre jetzt geiler gewesen, wenn wir den Wagen einfach da hinten stehen lassen. Okay. Schön, das Pferd. Nein! Oh. So, dann drücken wir hier mal den Knopf. Sehr schön. Ich drücke auch mal einen Knopf. Ja. Was ist, wenn man jetzt hier abstürzt? Landet man da wieder am Spawn? Das speichert hin und wieder dazwischen und da landest du dann. Also theoretisch erlangt es auch, wenn einer die Sachen schafft und dann stürzen sich alle von der Klippe. Das geht auch. Na, das ist aber jetzt hier das letzte große Rätsel. Genau, aber das wollen wir ja nicht machen, dass sich einer von der Klippe, einer das schafft und alle anderen von der Klippe stürzen, ne?
So, dann gucken wir mal, wie wir den hier weiterkriegen. Achso, ja, dann. Bestimmt festhalten und. Genau, oder? Mach du mal da drüben. Ja, aber ich kann halt nicht zu weit weinen, sonst fahre ich runter. Nee, das ist richtig. So, okay. Diese Steuerung. Aus selber fast runtergefallen. Einfach rüberlaufen oder sollte man springen? Okay, rüberlaufen funktioniert. Ja, rüberlaufen scheint wirklich zu reichen. Sehr gut. Falsche Richtung, oder? Vorsicht. Nee, war schon die richtige Richtung. Nein! Komm, wir holen dich. Irgendwie. Ah, kannst du auf den Waggon aufspringen und dann so mit nach oben ja, genau. Das machen wir so. Wir schmeißen dich auf den anderen ja. Zug runter. Shit. Ah, nee. Jetzt hat das tatsächlich gemacht. Mist. Entschuldigung. Nein. Aber das war echt schwierig zu kontrollieren gerade. So. Was macht er denn mit seiner Pfote? Ja. Ich hab vergessen, mich festzuhalten. Nee. Ich versuch's nochmal, ja. Okay, ja. Und zack. Hast du mich? Ich hab dich. Okay, ich lass los. Nee, ich glaube, wir sind gleich beide unten. Es tut sich doch ein bisschen was, oder? Jetzt. Jetzt. Ja, perfekt. Okay, Ende. Oh. Und Jack, was machst du jetzt? Was? Jack cheatet. Ich probiere es anders. Sieht gar nicht so verkehrt aus bis jetzt. Ja, bis jetzt, aber irgendwie. Nee, das wird so nichts. So, jetzt nochmal. Und am besten hier von dem Stück Grün aus. Und alle, ja. Jawohl, jetzt schaffe ich's. Jawohl. Okay. Nice. Das Klapp kann man auch irgendwie abkürzen. Das festhalten. Alle aneinander festhalten. Und tschüss. Ja! Oh no! Ach. Okay. Das ist aber alles nach Level 1, ja? Oder? Ja. Nee, das ist jetzt Level 3, tatsächlich. Stimmt, Entschuldigung. Ich erzähle da was. Ich sag auch noch ja. Deswegen ist es ein relativ kurzes Spiel unter anderem auch. Wobei, es gibt natürlich auch noch größere Level. Ja, gehe ich von aus, dass die Level dann immer größer werden. Sag mal, das kann jetzt, eigentlich nicht so schwer sein, so eine Kiste drauf zu passen. Nee, prinzipiell nicht. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Oh, cool, das ist die nächste. Ey! Ich hab doch nur geholfen. So schnell kann das gehen. Man kann natürlich auch einfach sehen, hier an der Seite entlang springen. Geht auch. Hä? Du hast betrogen? Ja. Okay. Ah ja, hier haben wir eine Hebebühne. Ich versuche die mal runterzufahren. Irgendwas ist bei mir gerade mit den grafischen Optionen nicht in Ordnung. Ich bin mir auch nicht sicher. Fußbühne, okay. Enable, Advanced Audio. Bei mir schaust du bloß gerade dumm in den Himmel. Ups. Soll ich mit dir hochfahren? Nein, okay. So. Doch, kannst du gerne machen. Ach, nee, brauche ich ja nicht. Ihr schaut bei wem doof in den Himmel oder ich? Du hast bei mir doof in den Himmel geschaut. Ach so, okay. Ja, dann ist schon in Ordnung. Ah, das könnte damit zusammenhängen. Stehe ich im Weg? Geht. Komm. Kiste. Nein. Noch ein Stück. Oh, shit. Oh, nee. Fuck. Oh, nee. Kann ich die dir hochgeben? Kommst du ran? Weil stärker bin ich nicht zum Hochheben. Sieht nicht danach aus. Warte mal, ich versuch's mal mit beiden Pfoten. Vielleicht ist er da stärker. Ja, guck mal, jetzt aber. Hier. Hast du? Ja, so in der Richtung. Warte mal. Ja. Ich wollte nur beiseite gehen. Ja, ja. Ist okay. Ich versuche dann mal die Kiste nochmal hochzufahren. Nee. Wär gut, wenn die Kiste hochfährt und nicht du. Okay. Hab's gecheckt. So. Okay. Will mich jemand hochfahren? So. War schön. Aber ich glaube, hier komme ich nicht vorbei. Doch, hier komme ich vorbei. Nee, ich bin zu fett. Ey!
Ups, ist noch ist nicht ganz drauf, nee. Fehlt noch Action. Jetzt? Nee. Immer noch nicht? Man muss man so gegenbumsen und dann geht die auch drauf. Oh, shit! Kann ich wieder runterschubsen, das Ding, ja? Jetzt ist oben. Sehr gut. Also ein bisschen gegenpoltert, dann geht das wohl. So. Hier wieder über die Hebebühne das Ding. Okay. Dann fahre ich mal die Hebebühne runter, ja? Okay, ja. Ah, und dann muss man das Ding da zur Seite ziehen. Wenn ich den Knopf treffe. Jetzt muss quasi dann einer, genau, das Ding hochbringen. Ich kann ja dann helfen und das, den Waggon zur Seite schieben. Muss genau, ja. Eigentlich. Den haben sie gegessen. Der ist irgendwo über eine Mauer geklettert. Was? Bist du schon, hast du schon abgekürzt? Nee. Ich hab, glaube ich, eher verlängert. Ah, okay. Ja, Oh, shit. Nein, Alter. Ich komm schon, da bin ich. Hätte ich den festhalten müssen, den Waggon. Der war auch irgendwie nicht ganz dran, wahrscheinlich lag es daran. So, ich halte den jetzt fest. Sicher ist sicher. Ja. Was Jack hier auch schon wieder macht, ist fraglich. Bist du drauf? Ja, ich bin cool nur. Okay, ich schieb dich langsam rüber. Komm, noch ein Stück. Geht nicht weiter. Jawohl. Okay. Da. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, check. Kann man dir helfen? Vielleicht. Nein? Mein Fuß. Mein Fuß hängt fest. So besser, wenn ich hier draufstehe? Super, ich konnte ihn sogar selber noch betätigen. Das ist ja geil. So, ich bring mal den. Ah, ist ja schon der Ausgang. Achso, brauchen wir den Waggon gar nicht mehr. Nee, das ist schon der Ausgang. Juhu! Ja, du kommst so mit, ne? Da grinst der Schneemann. Natürlich. Ja. Zieh hoch. Jawohl. Alle anfassen. Wo lande ich? Usch. Ja, heftig. Und das hier wäre auf jeden Fall wieder eine neue Welt, die ein bisschen schwieriger ist. Ja. Guter Zeitpunkt für den Cliffhanger. Ich wollte gerade sagen, Leute, das war der erste Part zu Human Fall Flat. Wir waren richtig gut unterwegs. 3 Level haben wir geschafft. 3? 4, glaube ich sogar. Genau. 4? Mit Intro. Ach, scheiß drauf. Schaut euch das Video einfach an, dann wisst ihr, wie viele Level wir geschafft haben. Und wenn ihr die anderen Ansichten noch sehen wollt, dann könnt ihr auch sehr, sehr gern bei Phil bzw. Blind Spectator und Jack reinschauen. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Rein.